Der da. Death Seal. Core part building enables life low playstyle thanks to Deadlock. Okay, 33% mehr Schaden dann. Bei 33%. So, jetzt müsste ich den in die Leiste auch nehmen. Achso, einen haben wir noch. Zack. Okay. Das heißt, ich kann ihn bei... Nee, bei S kann ich ihn jetzt in die Leiste nehmen. Achso, ich kann es einfach so machen, warte. Anstelle von dem. Was macht denn das? Aktivieren, um sämtlichen Schutz zu entfernen. Das ist auch geil. Aktivieren, um sämtlichen Schutz zu entfernen und die LP deines Charakters zu versiegeln. Dadurch können sie für 5 Sekunden nicht unter aktuellen Wert fallen. Dein Charakter verursacht, ich muss auf irgendeine Stelle spielen, zusätzliche Schaden in Höhe des Prozentsatzes der fehlenden LP und erleidet weniger Schaden in Höhe des halben Prozentsatzes der fehlenden LP. Also das heißt, je weniger gesund, desto mehr Schaden. Aktiviere das erneut, um ein Todesfeld zu entfesseln, umso mehr Schaden dessen verursachen, je länger das Todessignal aktiv ist. So, ja, okay. Mal schauen, ob mir das jetzt ohne extra Talentpunkt in dem Skill da was bringt. Da bin ich ja gespannt. Ich halt null Leben regeneriere. Es macht sogar so eine komische Welle. Okay, krass. So, wenn Low Life gilt ja auch für das hier. Okay. Muss ich mich halt jetzt zurechtfinden mit, wa? Krass. Ach, war das automatisch? Wenn mich jemand berührt, explodiert es automatisch dann, oder was? Ja, nach einer gewissen Zeit. Okay, okay. Ich bin hier immer auf total Low Life mit dem, krass. Hier, zack. The fuck? Muss mal verstehen, was ich hier mache überhaupt. Jo, verrückt, verrückt. Okay, der ist nicht gedottet. Okay, dann bin ich immer gespannt. Mit 50 kann ich das erskillen. Mein Leben sinkt die ganze Zeit. Das ist krass.
Wie oft ich das drücken kann. Ob ich das richtig mache, weiß ich nicht. Aber die Gegner sterben, von daher passt das. Oh mein Gott. Psychose mit dem. Oha. Das ist auch so umgefallen. Alter, was zum Fick ist jetzt hier los mit dem? Ich mach doch gar nichts. Sie fallen einfach rum. Hallo? Mal schauen, ob das hier auch bei dem auch so ist. Ja. Okay, das Skill ist schon nicht ohne. Aber so low-life dauernd. Leck mich doch am Arsch. Oha! Ja, okay, ist ja gut jetzt. Ich bleibe bei 35%, oder? Also, das ist ein gefährlicher, oh mein Gott, Playstyle. Betritt die unsterbliche Zitadelle. Bin ich noch nicht da, oder was? Aber der Schaden ist halt nicht ohne. Das ist ja kranke Scheiße. Oh mein Gott. Stirb. Ah, das ist dann doch ein bisschen zu low gewesen. Ich spawn doch direkt hier, oder nicht? Ja, klar. Alter, was... Also schon gefährlich, aber ist auch effektiv irgendwie, wenn es hinhaut. Wow, 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 muss weg. Ich habe die Gestalt verloren. Ich hab's gesehen. Ich hätte früher explodieren lassen sollen. Jetzt habe ich keinen Golem, der irgendwie... Boah, aber durch diesen Ding kann ich kurz rein, zack, und wieder weg. Jetzt. Okay, weg. Oder so ein Scheiß. Sieh da. So ein Laser-Heini oder was? Boah. Das ist ja wirklich ein ganz anderer Playstyle jetzt. Boah, das muss das... Oh, Scheiße, nicht was trifft, bist du weg. Dieses Leben verlieren. I never would have thought necromancy could be so glorified. Dankeschön. Oh Gott, ist das ein Bossraum? Jetzt wird irgendwie was böse hier, vielleicht sogar die Julia selbst. Siehst du, Julia selbst wird böse, dachte ich mir schon. Boah, aber auch mit dem Schaden, den ich eben gemacht habe hier vorhin. Wie viele sind denn hier? Help! Alter. Wieso sind denn so viele hier? Warum sind denn zwei Bosse hier? Lass mal einen weglocken hier. Oh Scheiße, sofort die Gestalt verloren. Ein bisschen verflogen hier. Okay, ist aber groß genug der Bossraum. Nur null Heiltränke ist halt nicht ganz so geil.
Doch, hier ist einer. Wieder weg. Komm. Sau gefährlich. Oh, diese Kreise muss da weg. Einer muss doch mal... Boah, zum Glück konnte ich es durchtanken mit den Heiltränken. Yo. Hä, das sieht doch ein echtes... Das ist ein Spiel oder was? Das sieht aus wie ein echtes Bild. What the fuck? Das ist ja voll chillig. So habe ich immer mich immer vorgestellt, so mit 70 Jahren oder so auf so einer Veranda zu sitzen und zu chillen, aber auf so einem Schaukelstuhl wie der typische Amerikaner. Oh, was jetzt? Der Lich King. Human mistake. You think you can kill me? You think you can? The Lance of Heorot. Where is it? Die Lanze. Quickly! You need to get out of here! Wie, du teilst dir da was? Dir gehört der Server, der hat die Farm allein zu gehören. Außer das sind dann deine Arbeiter. Boah, ich hab jetzt so ein Skill hier, Synchro. Mein Leben sinkt kontinuierlich. Die ganze Zeit sinkt das Leben. Weißt du, wie Psychose das ist? Weil je weniger Leben ich habe, desto mehr Schaden mache ich. Alter. Die ganze Zeit sinkt das scheiß Leben. Auch im Kampf und überall. Die ganze Zeit. Verlasse die Kammer und untersuche deine Umgebung. Yo. Nö, bin nur Dev da. Aber sind tatsächlich meine Angestellten. Richtig so. Heutzutage nennen wir sie Angestellte. Einfach die Idioten, die was für einen machen müssen. Finally back in my own era. Ich habe jetzt einen Spell bekommen, der ist ultra krass. Den ich gewartet habe. Da stand er da, das ist essentiell für den Bild. Und ja, ist es, aber auch ultra gefährlich. Ultra fucking gefährlich, Alter. Zack, zack, weg ist er. Boah. Das ist schön, dass du Angestellte hast, denen du auf den Kopf spucken kannst, wenn sie in sie nicht machen, was du sagst. Puh. Also zumindest virtuell. Aber echt geil. Du kannst bei dem RP nicht loslassen. Finde ich super. Richtige Leidenschaft steckt drin bei dir. Fühl ich. Ich habe ja auch das, was ich hier mache, Leidenschaft. Das würde ich ja nicht immer wieder anfangen. Nur, ja, es ist halt immer eine Qual. Weißt du, eine Psychose. Wenn man sich halt 10 Jahre lang quält und alles ehrenamtlich macht, ist halt auch nicht so geil. Kannst du dir ja vorstellen. Kannst du dir vorstellen? Reise den Berg hinab. Okay, ich gehe schon mal runter. Ja. Aber die Range ist nicht so, wo man sich direkt daneben stehen passt, ja. Habe ich T gedrückt? Habe ich? Ich denke schon.
Gefettfingert. Da steht einer. Da steht, da steht's. Yo! Okay. Geht direkt weiter. Der hat mich aus der Haltung rausgehauen, ey. Der hat mich voll aus der Haltung rausgehauen. Also, als das Schatten aus der Schnittergestalt, Reaper-Form. Also das Deutsch ist so komisch. Ich muss ja sagen, ich finde es ja auch schon im WoW total strange, wenn man die Spells liest. Weil es einfach so für die Formulierung halt ist. Aber das ist wild hier. Wo fliegst du denn hin? Schnittergestalt, Main. Ach, Sonic hier oder was? Und wie gefällt's dir so, Sinkri? So noch mit der ganzen Patch, wie gefällt dir das Projekt so bis jetzt? Das wird mit der Zeit noch ein bisschen größer. Nicht das Projekt oder die Leute, sondern die Seite oder sowas. Die sollen noch ein bisschen mehr Infos reinbringen. Noch ein bisschen persönlicher das Ganze machen. Nein, nicht. Oha, okay. Glück gehabt, dass ich in der Gestalt war, sonst wäre ich tot gewesen. Das heißt, der wichtigste Schaden, den ich erhöhen muss hier. Diese komische Explosion da. Schauen wir, dass wir auf 50 kommen. Dass wir diese Ding da, dass wir das skillen können. Dass wir das skillen können. Diesen Schaden. Schon, ich glaube, dieser Skill ersetzt den Golem schon. Also, das ist schon wild hier. Yo, treffen die mich gleich? Muss ich gleich dodgen den komischen Kanonen oder was? Durchgeportet hier. Also normale Gestalt, gleich mal Zeit lang nehmen. Okay, schon eine ganz andere Playstyle jetzt. Das ist ja krank. Das ist ja krank. Was ein Spell ausmachen kann. Ich finde, dass mein Leben schneller sinkt als vorher.
Immer wenn man ein bisschen auf die Leiste schaute. Jo, eine Flucht doof, ne? Eine Flucht viel zu... Oh, warte, 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 da ist irgendwas. Akolyt, irgendwas stand da. Komplett rot gehighlightet. Nein. Das da? Ja. Akolytinnen Hexenrube der Hoffnung. Akolytinnenrube der Reflexion. Der Hoffnung. Gesundheit, Widerstand der Leere. Verringert Rüstung. Okay, das ist gleiches Level. Rüstung erhöhte Cast-Geschwindigkeit. Schnitt der Gestalt, ein Punkt mehr. Gesundheit, physischer Widerstand, erhöhte Rüstung. Und hier habe ich auch Schnitt der Gestalt auf Gesundheit. Widerstand der Leere und mehr Gesundheit, aber weniger Rüstung. Physischer Widerstand. Ich halte weniger aus, aber ich habe mehr Gesundheit und Widerstand der Leere. Keine Ahnung, ey, das ist halt alles so too much hier. Ist zu wenig. Also bei beiden war das so rot, ne? Bei beiden war das halt rot. Wieso sind hier irgendwelche Typen schon vorher? Achso, kämpfen die miteinander oder was? Jetzt fühlt sich's halt schon mehr an wie Diablo. So schnell ist es da. Dem Dotten. Achso, passt denn ins Inventar? Oh, mein Inventar ist mal wieder voll seit langem. Warte, warte, warte. Der Schauber schon erhöht. Schau auf der Zeit. Wir sind alle ziemlich gleich. Neuen Gegenstand an. Diese Maschine ist auch wild vom Geräusch her. Was ist das immer, wenn ich irgendwie stehen bleibe, sind es irgendwelche komischen... Ist das mein Charakter, der so Geräusche macht oder was? LP-Ring pro Sekunde, das ist die Gesundheit. Ich muss mal kurz ein Tor machen. Verkaufen. Verkaufen den Schieß, wa? Ich weiß nicht. Oh. Ob ich die Sachen irgendwie behalten soll oder später neu looten? Was weiß ich. Man kann ja die auch aufwerten. Aber ich habe noch nie irgendetwas aufgewertet. Hm. Was ich machen könnte, ich kann mal als Spaß wieder gamblen. Take care. Glücksspiel.
Sowas soll vielleicht nur bis Level 40 des Gambling gehen, oder? Nahkampf 40. Ja, ja. 24 bis 40. Ja, bringt halt da nichts. Der ist zwar 38, aber wird halt schon wenig mehr machen. Okay, okay. Ja, dann ist egal. Stufe 14 Ring, 14. Ich habe halt schon noch so sehr Low-Dinger. 31, 33. 4. Ja, okay, aber diese Amulette sind ja auch komisch mit den... Level 4, den habe ich auch erst vorher bekommen. Ja, das ist schon gut. So, passt, passt. Jetzt sind die ja sofort wieder da alle. Wenn man zurückportet, dann spawnen alle nochmal. Jo. Kämpfe dich an... Oha, das ist krass. Was ist denn das für eine? Das schaut aus wie so ein Boss. Bei mir schaut alles aus wie ein Boss. Der versenkte Hain. Oh, da ist er ja. Ach so, das ist einer von uns. Oha. Hallo, ich bin da. Oh Gott, mach den nicht böse. Begone from this land. Begone from this land. Oh nein! Jetzt hat er mein Dude hier kaputt gemacht, frech. Den Herod. Go north. Retrieve the lance. The death of a god. Such power. Death of a god, such power. Leg deine Waffe ab, nix da, meine Waffe, behalte dich. Geht voran. Jo, wo gehen wir denn hin? Wo geht's denn hin? Finde Julia in Heoborosch. Mit Julia sprechen hier. Das finde ich eher besser. Schnittgestalt, wenn er. Das finde ich halt schon fast besser hier. Komm, ich mach das einfach mal. Yes. I see. Sehen wir alle. Alle sehen wir jetzt, wenn wir hinschauen. Aber wir haben eine Sidequest mehr. Wir haben nicht dies, wir haben nicht das, müssen nicht jenes und bla und. Ja, ist irgendwas die krassere Bedrohung, ja? Was macht denn der für komische Bewegungen da? Tanzt jetzt oder was? Finde die Nomaden, okay. Die sind ja meistens unterwegs, die Nomaden. Ja, endlich mal wieder eine Sidequest. Zu wenige eigentlich. Yes, yes. Klar. Beschaffe irgendwie irgendwas irgendwann. Gott, Mama. Mama irgendwann. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen hier. Ich denke mal, wo ist mein Golem? Aber der darf ja jetzt nicht mehr da sein. Dann habe ich ausgemerzt. Jo. Den Golem habe ich ausgemerzt. Davor war ich in Stratholm, habe da auch ausgemerzt hier. Das ist ein wildes Modell hier. Der Hirsch. Der Hirschwolf oder was auch immer das darstellen soll.
Dem alle spucken hier. Ich hätte da wirklich in meiner Gestalt rein sollen. Weil die machen halt wilden Schaden. Was schießt denn da? So ein Wichser von der Seite, oder? So ein Seitenwichser. Oh, so ein fetter. Fetter Golem hier. Boah, hier macht ja alles derbe Schaden. Und reicht nicht, wenn ich im Kampf schon Leben verliere, dann hier auch noch. Jo. Ich muss dich zuerst killen, du Sau, du, hä? Jetzt bin ich da anders rangegangen, der Scheiß. Oh, ich hab nicht hingeschaut bei dem. Lol, ich hab auf den anderen geschaut. Ich wollte ihn auch zudotten. Ich gehe jetzt mal da lang, wo die Pfeile mir das anzeigen hier. Jo, ist natürlich gesünder hier. Sofort aus der Gestalt raus. Verrückte Gegend. Diese Schießfutze sind so gefährlich hier. Ich tue sogar beim Aufsammeln, kriege ich Gesundheit oder was? Oder wie ist das? Dieser Schaden. Ich gehe jetzt in eine andere Richtung. Okay, jetzt blinkt's da und da. Finde ich gut. Weil es halt für beide quer. Ich kann den normalen Gestalt gar nichts mehr machen. Alter, das ist Psychose hier. Okay, das eine ist für die Sidequest, das andere ist für die normale Quest. Deswegen blinkt es halt da. Oh ne, die normale Gestalt eingenommen. Das ist ja so eine Sache mit der normalen Gestalt, ne? Okay, wo muss ich jetzt hin? Hoch? Ich musste ja schnell töten, damit die mich nicht... Aber es baut auch so schwer auf, also baut so krass ab. Kann es mir denn die andere Quest kurz ausblenden oder so? Bin ich jetzt nicht bei Finde den Nomaden oder was?
ich habe keine Ahnung, was Quest ist. Hier. Ich möchte die hier nur. Okay, dann geht's da lang. Dann nehmen wir mal die andere. Was war das für Taste? M. Dann machen wir die, wenn wir schon hier... Ach, ich kann die nicht ausblenden lassen, die da. Okay, wir sind jetzt hier in den Eishöhlen bei der. Nee. Wir sind jetzt hier. Nomadenlager? Aber hier ist auch irgendwas. Irgendein Heilmittel. Das da. Heilmittel? Ach so, das sind beide für das Heilmittel. Ach so. Okay. Ich bin doch hier, oder? Oder wo ist man denn? Hier. Oh, das sind drei. Oh, drei Zonen für Heilmittel. Oha. Ja, dann... Ja, gut, dann schalte ich zumindest, falls ich das schaffe und es hier echt krass ist. Versuche ich zumindest den Übergang herzukriegen. Dieser Schlag, glaube ich, ist anders wild. Boah, wie schnell das sinkt, ey. Jetzt ist wieder vorbei, normale Gestalt. Warum sinkt es denn so schnell? Hier ist nichts. Also die Gegner sind hier krass. Die Gegner sind krass, Mann. Boah, es ist wild hier. Ja, sieht schick aus. Also Optik. Optik ist natürlich schon stark. Optik ist es 10-mal besser als GTA. Ist, glaube ich, auch 10 Jahre jünger, ne? Das RD. Ja, kann's immer wieder schicken. Nur nicht overdriven. Aber ist cool hier mit Bildern, wa? Diese Schattiere, Alter. In den letzten 10 Minuten so oft verreckt wie im ganzen Spiel nicht. Ja, weil das Spiel halt dann nicht so flüssig läuft, oder? Hast du Ding aus hier? Bewegungsunschärfe und Blur und so eine Scheiße aus? Blur scheint an zu sein. Umgebungsunschärfe aus, Blur aus und... Also Umgebungsverdeckung meine ich. Blur aus und noch eins. Drei Sachen. Wenn die nicht aus sind, kriege ich auch immer Fitness ohne Ende. Bin da auch so anfällig für so einen Kack. Ist nur neblig, okay. Ah ja, gut. Schaffst du auf höherer Grafik viel weniger Frames? Das ist halt natürlich auch so eine Sache, wenn es dann hinterher schliert. Aber hey, das sieht doch super aus. Brauchst du nicht mehr. Das Ding ist gerade, ich check das gerade gar nicht.
Ich bin hier und muss das Ding finden, aber es zeigt mir das nicht an. Oh! Jetzt bin ich da angelangt, wo mein Charakter ein bisschen schwach ist. Weil ich nicht genau weiß, welche Werte ich nehmen soll oder mich nicht damit beschäftige. Sagen wir es mal so. Und ich kann ja nicht diese Gestalt dauernd halten. Das geht ja gar nicht. Das kannst du ja vergessen. Das ist so wie im Sandgebiet in Akt 2. Wow, oh Gott. Normale Gestalten jedoch. Ja doch, jetzt bin ich normale Gestalt. Und ich bin Nahkampf und muss dahin. Es ist halt so bescheuert. Es zeigt mir jetzt die anderen Quests an. Es zeigt mir jetzt die anderen Quests an beim Blinken. Nicht die, die ich jetzt machen möchte. Ist so schwer zu unterscheiden hier. Ich kann gar nicht so viel Heiltränke pumpen, hä? Was passiert, wenn wir einen Abend nur für... Dann darfst du ja gar nicht einloggen. Gibt's da auch Weiber, oder was? Oder ist das nur eine Würstelparty? Fetentanz. Okay, okay. Oder spielen Männer auch weibliche Charaktere? Sind die so pervers? So, ich meine, gibt's so perverse? Ach so, okay, das ist zum Ärgern, oh Gott. Ich mach vor, ich gehe da rein und verlieb mich da in einen weiblichen Charakter im Spiel und dann ist es eine mit Bart. In echt. Dann ist es so ein Hans Joachim mit Bart und Penis, Haaren am Penis. Weißt du? Ich mach vor, der Hans Joachim, mach mich fertig, ey. Wenn er als Lisa auftaucht oder so. Kannst du dir ja nicht vorstellen. Die arme Lisa, ey. Wird ausgenutzt vom Hans Joachim. Ah, hier ist was. Warte, ich guck gleich. Ich bin hier gerade in einer beschissenen Gegend. Und mich halt alles one-shottet. Ich muss aufpassen. Ich nicht in meiner Schattengestalt bin oder Schnittergestalt. Das kann ich erst wieder ein paar Sekunden. Oh mein Gott. Aber hier scheint es irgendwie weiterzugehen. Wie komme ich zu dieser Kiste hin? Alter, ich muss hier hin. Warte. Hä? Wie komme ich denn da hin, Alter? Also Stereo ist aber links, rechts. Auf was muss man das denn nicht auf was anders stellen? Und diese Karte nicht klarer machen? Also klarer, Lisa?
Ja, das macht jetzt mehr Sinn. Ja, das macht jetzt mehr Sinn. Und dann ist links, rechts nicht. Okay, das ist perfekt. Muss ich auch mal machen, ey. Da kann man sich vielleicht sogar manche RP-Streams... What the fuck? Leise machen. Da kann man sich sogar manche RP-Streams anschauen. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt mittlerweile so schnell aus der Gestalt rauskomme. Ich hätte mich vorhin früher so lange in der Gestalt halten können, aber das geht jetzt so krass runter seit dem Skill. Check ich nicht ganz. Das ist jetzt 10-mal schwerer, der Playstyle jetzt. Ich habe so gut eingestimmte, verstoßene Stiefel der Schildkröten. Das ist anscheinend wild. Eingestimmte, verstoßene Stiefel der Schildkröten. Zack, habe ich. Also wenn das so aufleuchtet, muss ich sie nehmen. Schlüssel der Seelenfeuerbastion. Das ist eine Ini. Ich war noch gar kein Ini. Oh nein, habe ich vorhin beim Verkaufen den Schlüssel verkauft? Oh mein Gott. Ich habe doch vorher... Habe ich den Schlüssel der anderen Ini verkauft oder was? Muss mal kurz schauen. Ja, Modus ist da schon besser auf jeden Fall. Ist doch nicht so wichtig zu hören, ob links, rechts oder so jemand ist. Yes. Ha, oder nee, ich hatte doch auch noch zu einer anderen Ini, oder? War das Seelenfeuerbastion? Hier. Schlüssel zum lichtlosen Gehölz. Stopp. Hier. Öffne die Tür zum Dungeon. Öffnet die Tür. Die Tür. Die Tür zum Dungeon. Ja, habe ich verkauft. Muss man in der Tasche halten? Das ist auch wieder semi-geil. Da muss ich echt aufpassen dann, weil ich tue beim Verkauf einfach zack, 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 zack machen, ne? Gibt's keine Schlüsseltasche? So muss ich die Götze, aber ich hab's. Ist mir zum Glück noch aufgefallen. Was ist, wenn ich den zu Hause lasse? Kriege ich dann keinen Zugang zu Ini? So krass, einfach offline spielen, das Game. Gigantisch. Diese Frage am Anfang. Hol offline spielen oder online spielen? Geil, Mann. Haben auch kaum Spiele. Bis jetzt sind wir sonst Online-Zwang. Also, ab ins Portal rein. Schauen, was passiert. Oder mal schauen, was wird. Hier. Ein Heilmittel brauche ich hier noch. Aber das geht so schnell runter, Alter. Warum ist denn das so?
Das verstehe ich nicht ganz. Jetzt bin ich hier wieder One-Shot. Weg! Kann sich der überhaupt noch durch? Nee, ich kann schon hierher porten. Dann kann ich hier hin. In der Höhle war ich ja schon.